Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles mit dem Kampfwolf und mir. Hi Kampfwolf. Hallo Proxy. Da sind wir wieder, der Tag geht los und ich ebenfalls. Schönen Sonnenaufgang mit den Bienenkörbchen. Schauen wir mal. Genau. Und zwar gucke ich jetzt mal heute, was es in dieser Richtung gibt. Außerdem einen Skorpion, den habe ich ja schon gesehen. Okay, ist mehr als ein Skorpion. Nehmen wir den mal zum Frühstück. Den großen. Ich wollte zuerst den kleinen. Hallo Kleiner. Ja, genauso. Jetzt kommt noch ein kleiner. Jetzt aber ein ziemlich großer Triggerradius hier. Der ging noch relativ flat down. Und die Temperatur beim Trinken auch. Ich war eben bei extrem heiß, hab ein Schlückchen getrunken und bin direkt wieder bei kalt. Ja, in der Gegend da unten ist das noch durchaus möglich. Hier gehst du erstmal so auf ein Drittel runter. Ich bin jetzt glatt bei 5 Uhr. Also ist ja jetzt morgen. Ja, ja. Ist ja noch steigerbar. Davon gehe ich auch aus. Ich fände es ja auch gut, wenn das mit dem Schatten noch ein bisschen irgendwie heftiger was ausmachen würde. So, jetzt traue ich mich mal den Großen, wenn ich gleich wieder aufgeladen bin. Den großen Skorpion. Soll ich auch noch ein paar Pfeilchen verschießen, so zum Freizeitbedarf? Spaß. Treffe ich den jetzt? Nö, ne? Ist echt ein bisschen schwierig, auf die Entfernung hier zu treffen. Das ist doch nur Übungssache. Da kommt schon wieder ein kleiner. Das ist echt nervig. Man könnte es quasi hier nonstop Skorpione killen. Na und? So einmal von links nach rechts durch. Wieso? Was meinst du, wie viele XP-Punkte das sind? Ja, gut, ja. Ach, jetzt hat er mich wieder getriggert, der Kleine. Komm her. Kein Eisen mehr hier. So. Alter, das geht voll auf die Ausdauer, das mit dem Ausnehmen. Also so ganz ausgereift ist das mit der Hitzeverteilung echt noch nicht. Nee. Jetzt ist mir hier ein Skorpion zu viel in der Ecke hier. Dann mach doch einen weg. Ja, werde ich machen. Oh, Scheibenkleister, ist der Große da. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Stirb. Alter, das war knapp. Nicht gut. Gar nicht gut. Halleluja. Alter Schwede. Das war echt knapp. Aber im ungünstigsten Moment kam der dann nochmal dazu. Wollten dann eine Skorpion-Party machen. Hast es doch überlebt. Ja. Muss ja nicht bei jeder Gelegenheit sterben, nur bei jeder zweiten, dritten. Das habe ich überhaupt. Ja. Wieder eine Etage hoch. Also Spinnenfäden, weiß ja nicht, wie viel man da braucht für das Seilzeug, aber jetzt haben wir 20. Und
Wundsekret haben wir jetzt 9. Immerhin. Und wir haben noch 120 Stahlfeuer. Das sieht auch nicht schlecht aus. Sieht auch okay aus. Ah, ich brauche schon wieder Eisen. Das ist ja echt hier mangelbar. Aber ich sehe, das Entermesser nutzt sich auch relativ flott ab. Jetzt habe ich knapp nur noch 60% und kann es nicht reparieren. Supi dupi. Bin aber erst Level 23, was ist das? 6 oder so, ne? Jo. Und der hat doch noch oben auf dem Dach so eine kleine Überraschungskiste mit lauter netten Sachen drin. Wenn ich mich da richtig dran erinnere, müsste ich da rankommen. In die Kiste. Ah, genau, da ist noch ein Entermesser. Das ist gut. Und da ist noch ein Entermesser. Hehehe. Supi. Gut. Dann hat sich das erledigt. Dann kann ich jetzt hier das Messer ruhig weiter benutzen. So bis zum totalen Abgenutztsein. So, jetzt aber. Jetzt sind die bestimmt wieder respawned. Na, mein Glück. Ich wollte mal gucken, was hier unten ist. Oh, erblicke ich da aus der Entfernung einen Kohlebrocken? Es ist ein Kohlebrocken. Und noch ein Kohlebrocken. Sehr gut. Okay. Das heißt, Kohleengpass beseitigt. Sehr schön. Und Eisen ist auch noch hier. Alter Schwede. Wieder auf SSV. Greifen Sie zu. Oh. Ja. Skorpion. Gesehen. Einem Nashorn. Ist das ein schwarzes? Oh, extremely hot. Ich mache mal wieder Glucki Glucki. Was hat man hier noch? Okay. Eine große Plattform. Und nochmal Kohle. Oh, Nashorn. Weg, 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 weg. Upsa. Okay. Also rund um diesen Berg hier gibt's Eisen und Kohle. Und zwei Nashörner. Dann ist das da hinten ein graues. Und das da hinten war dann ein schwarzes. Und ungefähr 5 Skorpione, die ständig respawnen. Nun gut. Schon wieder trinken. Das gibt's nicht. Die ist ständig am Wasser saufen hier. Kampfwolf?
Ja. Ich habe nur gerade gesehen, dein Icon hat geblinkt, aber ich habe nichts gehört. Deshalb dachte ich, ja. Alles gut. Okay. Gut. War nur gerade ein bisschen mit Hyänen beschäftigt. Ach so. Also Kohle haben wir jetzt auf jeden Fall genug mal hier. Da haben wir wieder 100 Stahl. Jo. Geh doch. Ja, kurz was futtern. Könnte man auch die Steine hier ablegen. Die brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt jetzt gerade. So. Dann hätten wir jetzt mal die Gegend hier so ganz grob erkundet. In der Richtung. Dann schauen wir mal jetzt in die Richtung hier. So, da haben wir unser Schwefelvieh. Das ja bekanntlicherweise sehr viel Spaß macht. Habe ich auf den eigentlich schon mal Pfeile geschossen? Ich glaube nicht. Oh, er hat mich schon getriggert. Ey, Alter. Wie krass. Wann haben denn die da das Triggerradius geändert? Das hilft wahrscheinlich vielleicht mit dem letzten Patch. Ich war noch auf jeden Fall... Das war ein richtig guter Abstand, Entfernung. Hallo? Kann ich das vielleicht mal treffen, das Vieh? Keine Ausdauer mehr, ich fasse nicht. Na toll, vier Schwefel, das hat sich ja voll gelohnt. Gut, also die lohnen sich auf jeden Fall mal nicht wegen Schwefel. Also müsste es dann irgendwo eine Geheimquelle geben für die Schwefelbrocken. Weil die Viecher sind es, glaube ich, nicht. Aber der Triggerradius ist echt krass. Also das war jetzt richtig großer Abstand. Ich hätte nicht gedacht, dass der schon so reagiert. Das war echt heftig. So, vier Klümpchen. Super. Das rettet uns den Tag. Wieder trinken, das gibt's doch nicht. Ich glaube, da könnten wir dann glatt mal ein Zimmer im Wasser einrichten, so ein Unterwasserzimmer. Einfach nur Mund aufhalten und dann reinlegen, so. Gluck, 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 gluck. Die ist ständig am Trinken hier. Braucht man schon fast zwei so Wasserlappen, Beutel. Und Futter brauchst du auch. Kann das sein, dass du durch die Hitzeentwicklung mehr essen musst und trinken? Weiß ich nicht. So genau nie drauf geachtet. Ich jetzt auch nicht genau, weil jetzt war schon wieder Essen fast ein Viertel weg. So, kommen wir jetzt mal hier weiter da vorne. Oder haben wir wieder Skorpionchen? Okay. Das ist dann das, genau. Latschen wir mal rüber, gucken wir mal. Oh, da ist auch noch was. Ist das Eisen? Oder auch Kohle? Oh, hier ist auch Kohle. Okay. Jo, wenn man es weiß, ist gut, ne? Keine Viecher? Gibt's denn sowas? Angenehm, ausnahmsweise mal keine Skorpione mehr. Noch nicht. Achso, hier war doch noch Eisen drin, nicht blöd, Mann. Achso, das Leder hat gefällt. Das ist ja echt eine Menge, was hier rumliegt. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. Als ich neulich hier vorbeigelatscht bin, beziehungsweise gerannt,
mit letzten Kräften. Fiel mir gar nicht so auf, was da links und rechts des Weges liegt. Da stampft doch hier irgendwas rum. Das ist bestimmt das Nachhauptschirm. Nett. Also mit Eisen. Und schon wieder Hitzschlag, ich glaub's nicht. So, ein Scheibenkleister. Da kommt ein Sträußchen. Upsala. Ganz schön Krach gemacht. Jetzt bin ich entkambert. Ja gut, hauen wir das mal weg. Und wieder ab nach Hause. Das ging nochmal ganz lustig. Oh ja, das Nashorn. Oh, was hab ich ihn vermisst, mein Skorpion? Na, super. Zweimal vergiftet. Ach, nehmen wir mal mit. Könnte ich vielleicht mal wieder Stamina kriegen hier? Also das ist auf jeden Fall nervig, wenn der da irgendwas ausschlachtet. Der Spieler, die Spielerin, mal kurz binnen zwei Hieben komplett außer Gefecht, weil keine Stamina mehr. Das ist echt blöd. Mm. Bisschen sehr übertrieben. Das war ja mal nicht immer so. Habst du viel Abzug? Wäre, glaube ich, realistischer. Also, dass so ein Vieh ausweiten da so 3-4 Mal mehr Stamina abzieht, als mit dem Schwert rumhantieren, ist schon ein bisschen unrealistisch. Aber, naja. Hier ist vieles unrealistisch. Ja, so gesehen. Gut, 115 Eisen war jetzt nicht so der Brüller, aber besser als nix, ne? Ja. Dafür haben wir wieder 3 Spinnenfäden. Für was brauchen wir nochmal Seide? Für den besseren Bogen zum Beispiel. Ah. Na gut. Und mittlerweile gibt es ja noch zig andere Rezepte, keine Ahnung. Das sind dann wahrscheinlich 23 Spinnenfäden und nicht so wirklich wahnsinnig viel, ne? Nein, nicht wirklich. So, da haben wir nochmal Kohle rein. Da haben wir noch 101, okay. Das sieht doch ganz okay aus. Und dann nochmal 100. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal da. 200 Kohle. Also Kohle haben wir jetzt erstmal genug. Eisen bräuchte ich jetzt noch. Aber dann mache ich mal einen Eisenpickel reparieren. So. Das Messer gefällt mir schon nicht mehr. Das ist schon über die Hälfte runter. Dann tausche ich das jetzt mal aus. Gegen eine unversehrte frische neue Version. Ah. B. Ne, wenn du die Rüstung hast. Ne? Ja. Da hast du jetzt so eine Temperaturanzeige mit drauf. Was? Achso, du meinst diese rote Sonne. Ne, bei mir ist bei der mittelschweren Kappe zum Beispiel. Da hast du eine blaue Schneeflocke oder sowas. Ja, ich sehe es gerade. Nur einen Balken. Ja, bei Mittelschwert, ich habe ja auch Mittelschwert, da ist aber überall nur einen Balken. Ja, ja, das ist halt, wahrscheinlich schützt das, quasi um ein, ja, was weiß ich, um 10% gegen Kälte oder sowas. Oder gegen Hitze, je nachdem. Aha.
Würde ich jetzt mal so dumm vermuten. Okay. Naja, wie dem auch sei. Wie es aussieht, sind wir schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Dann seid mal mit dabei, wenn es gleich wieder heißt, auf in den Kampf, beziehungsweise mal auf Erkundungstour. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.